Ausziehen von zu Hause, Sehnsucht nach Freiheit und nach Liebe. Wir begleiten Menschen mit Handicap 2,5 Jahre lang beim Erwachsenwerden. Viktor von Wackerbarth zieht mit seiner Freundin Annika zusammen. Ist die Chefin von unserer Partnerschaft? Ja. Benedikt Klebel stellt sich großen Herausforderungen. Das war richtig sehr, sehr toll. Und Ludwig Wittmann träumt von der großen Liebe. Du bist einfach die wunderschöne Frau, ob wirst du mit mir gehen, weil ich liebe dich sehr. Doch ganz ohne Enttäuschungen wird es nicht gehen. Schon traurig. Ja, passiert mal. Wie sich die neue Freiheit anfühlen wird, weiß Viktor noch nicht. Er will es endlich ausprobieren. Ausziehen von zu Hause, weg von seiner Familie, weg von München. Viktor von Wackerbarth ist fertig mit der Schule und will eigene Wege gehen. Er braucht Mut für den neuen Lebensabschnitt. Manches wird vielleicht schiefgehen. Aber daran denkt er im Moment noch nicht. Da habe ich da gedacht, ja, ich habe mir das Gefühl, ja, ich sehe mal aus. Und wir müssen auch unser Leben genießen können. Sein großer Traum, mit seiner Freundin Annika zusammenzuziehen. Es war lange nicht klar, ob das funktionieren kann. Auch Annika Jakob hat das Down-Syndrom. Ganz ohne fremde Hilfe geht es nicht. Aber zu viel Hilfe wollen sie auf keinen Fall. Viktors Geschwister Leopold und Cosima sind schon ausgezogen und studieren. Seine Eltern suchten jahrelang nach einem Platz, der irgendwie passt für Viktor. Aber es gibt in Deutschland viel zu wenige Wohnheime für junge Menschen mit Behinderung. Katja von Wackerbarth und ihr Mann Jens planen deshalb mit anderen Eltern ein außergewöhnliches Wohnprojekt. So bekommen Viktor und Annika die Chance, zusammen in ein Apartment zu ziehen. Viktor hat die ganze Zeit Monate schon davor erzählt, dass er jetzt endlich bald ausziehen würde. Es war eine riesen Vorfreude, also da gab es überhaupt kein Ding von wegen, er würde gerne doch hier bleiben. Wir haben immer gesagt, wenn die Kinder erwachsen werden, müssen sie ausziehen und ihr eigenes Leben leben. Und bei Viktor haben wir da natürlich nie genau gewusst, ob das so passiert. Ich habe bei Viktor eben immer gedacht, dass er noch ein bisschen länger bei mir bleibt. Und natürlich ist das Loslassen sowieso immer schwer, aber ja, das war schon gar nicht so einfach. Viktor sieht es eher wie ein Abenteuer. Bald wird er 30 Kilometer entfernt von seinen Eltern leben. Wie das Zusammenleben mit Annika klappt, muss ich noch zeigen. Erst einmal will er mit seiner Freundin Probe wohnen. Die beiden kennen sich schon seit ihrem ersten Schultag an der Montessori-Schule. Damals stand Annika allein auf dem Pausenhof. Da steht ein Mädchen, ein wunderschönes Mädchen, da immer weint und traurig und alleine fühlt. Denn da kam ich zum Beispiel. Warum weinst du so? Und wie heißt du? Und was sagt sie, das Mädchen? Sie heißt Annika. Und auf einmal macht das Mädchen, Annika, zum Beispiel, Annika geht zu mir und ich muss mit mir. Dann drückt sie mich hin und wir lassen uns nie los. Und ich liebe sie alles und ich will sie auch heiraten. Auch Annika hat genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie will so unabhängig leben wie ihr großer Bruder. Und auch sie traut sich zu, von zu Hause auszuziehen. Mit Viktor zusammen. Ich will gerne feiern, glücklich, aufgeregt, ohne Eltern. Ohne Mama, ohne Papa. Ohne Bruder. Annikas Mutter Sabine hat ihre Zweifel. Noch organisiert sie alle Termine, übernimmt Fahrdienste. Ob Annika einmal ohne ihre Hilfe leben kann, das beschäftigt sie, seit Annika geboren wurde.
große Sorge war, dass was ist, wenn wir nicht mehr da sind. Ich will aber mein Kind gut behütet wissen. Und das war, ja, es war schwierig. Es war schwierig, was finde ich da? Ich habe mir manche Sachen angeguckt. Das war dann nicht das, was ich mir vorgestellt oder wir uns vorgestellt haben. Genau deshalb beteiligt sie sich an dem außergewöhnlichen Projekt, das es so noch fast nirgends gibt. 50 Eltern haben ein Haus für ihre Kinder gebaut und es selbst finanziert. Ihre Vision: Junge Menschen mit Behinderung sollen, soweit es geht, selbstständig leben. Auch Susanne Klebel ist mit eingestiegen, damit ihr Sohn Benedikt eigene Wege gehen kann. Ich wollte eigentlich nie, dass der Benedikt bei uns zu Hause bleibt, sondern dass er tatsächlich auszieht und die Chance kriegt, wie jedes andere Kind auch, ein eigenes Leben zu führen. Weil ich glaube, wenn er daheim blieb, war, dann war es immer so gewesen wie Hotelmama. Die Bindung ist groß, doch die Vorfreude auch. Zusammen mit ihm ziehen 26 junge Menschen in das Haus. Damit sich dieser Traum erfüllt, hat seine Tante Andrea Hanisch den Verein Zukunft trotz Handicap gegründet und die Eltern zusammengebracht. Was ich toll finde, ist, dass es mitten in einem Wohngebiet ist. So diesem Wunsch der jungen Leute nachgeben, dass man sagt, ich zieh aus von daheim, super, und ich mache dann einfach auch mal die Tür hinter mir zu. Ich habe den Schlüssel. Da kann ich zusperren. Und diese Eigenständigkeit, dieses Gefühl, auch selbstbestimmt in sein Leben gehen zu können, das war eigentlich der Grundgedanke daran. Was für die Beteiligten ein großes Glück ist, löst bei anderen Ängste aus. Das Haus liegt mitten in einem Neubaugebiet in Hohenkirchen-Sigertsbrunn. Hier wohnen viele junge Familien. Manche tun sich schwer mit den neuen Nachbarn. Es gibt also auch Menschen, die sagen, meine Güte, ihr wollt da ein Behindertenwohnhaus bauen in ein Wohngebiet. Also ich kann mich erinnern, dass ich einen Anruf hatte von jemandem, der tatsächlich gesagt hat, wo wollt ihr denn das hinbauen und was für Menschen ziehen denn da ein? Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kinder solche kranken Menschen sehen sollen. Im neuen Haus können auch Paare zusammenziehen. Eine große Ausnahme. Das ist möglich, weil die Eltern in diesem Fall die Hausherren sind und über die Hausordnung entscheiden. Sie finanzieren das Haus mit jeweils 100.000 Euro vor. Auch eine Stiftung beteiligt sich. Sie übernimmt die Kosten für 3 Apartments. Das Besondere: Die Ausgaben der Eltern fließen über die Jahre durch staatliche Leistungen an sie zurück. Sehnsüchtig hat Viktor von Wackerbarth darauf gewartet. Jetzt erfüllt sich sein Traum. Die erste gemeinsame Wohnung mit Annika. 56 Quadratmeter zu zweit. Hier proben sie das Zusammenleben. Sich abstimmen, die Marotten des anderen ertragen, Kompromisse finden. Wenn alles gut läuft, wollen sie sogar heiraten. Am liebsten in einer romantischen Kirche. Verlobt haben sie sich schon. Es gibt wahre große Liebe und es gibt manchmal auch kleine Liebe. Ich liebe dich und ich mag dich auch. Ich dich auch, mein Schatz, weil ich habe mich so gewünscht, dass ich eine Frau ich habe. Und deswegen habe ich mal gewünscht, dass ich mal eine Frau will. Und deswegen habe ich es gedacht als Liebe. Und deswegen habe ich das mir angedeutet. Die große Liebe muss sich jetzt im Alltag bewähren. Gut, wenn schon mal die Rollenverteilung festgelegt ist. Sie ist die Chefin von unserer Partnerschaft. Ja, ich bin immer die Chefin hier. Und sie hat das Sagen bei mir, weil sie ist ein bisschen älter. Deswegen ist sie bei mir beeindruckungsvoll. Viktor von Wackerbarth wünscht sich noch mehr Veränderung. Er möchte beruflich vorankommen. Einen Plan dafür hat er schon. Die jungen Menschen, die hier einziehen, sind zwischen 18 und 32 Jahre alt. Sie leben in 3 Wohngruppen. Viel Raum für neue Erfahrungen. Betreuerinnen unterstützen sie, wo es nötig ist. Auch abends und in der Nacht. Egal, ob jemand geistige oder körperliche Handicaps hat. Claude Kaiser, die Hausleiterin, beobachtet, wie die neue Freiheit bei den meisten auch innerlich etwas anstößt.
kann man ein bisschen so wie Teenager sehen, die zum ersten Mal verliebt sind, deren Körper zum ersten Mal entdecken dürfen, können, weil sie eben nicht mehr zu Hause leben unter ständigen Kontrolle. Einer der Bewohner ist Ludwig Wittmann. Er ist 24, hat das Down-Syndrom und arbeitet in einer Werkstatt. Auch er möchte sein Leben gern verändern, den Job wechseln und in einem Café arbeiten. Später würde er gern als Rapper groß herauskommen. Ludwigs größte Sehnsucht aber ist, dass es bald mit der Liebe klappt. Ja, da bin ich traurig, ich noch keine Freundin habe. Und ich hoffe, dass irgendwann die Richtige dann zu mir kommt. Ohne dich bin ich hier, aber nichts. Weil ich liebe dich. Ich denke nur an dich. Du bist meine große, wache Liebe. Ich gehe auf die Knie und frage dich, willst du meine schöne Frau wert bist. Und wie stellt sich Ludwig seine künftige Freundin vor? Eine Frau, die immer in meinem Leben ist. Und immer mal anhält. Sie ist voll hübsch, sie ist voll sportlich. Und so eine Frau würde ich gerne haben. Gute Arme hat sie, auch schöne Kleid hat sie an. Und ich glaube, da wird was werden. Dass Ludwig seinen Zielen bald ein Stück näher kommen wird, ahnt er im Moment noch nicht. Die Liebesbeziehung von Viktor und Annika eröffnet auch anderen im Haus eine neue Welt. Die ungewohnte Freiheit, sie fühlt sich ein bisschen wie Party an. Die jungen Erwachsenen arbeiten tagsüber in Werkstätten der Lebenshilfe, in Cafés oder in einer Kaffeerösterei. Am Abend kochen und essen sie gemeinsam. Wie in einer ganz normalen WG. Benedikt Klebels großes Hobby ist die Freiwillige Feuerwehr. Er ist ausgebildeter Hauptfeuerwehrmann. Schon als kleiner Junge hat ihn sein Vater mitgenommen. Beide waren viele Jahre im selben Verein. Jetzt muss Benedikt noch einmal neu anfangen. Gleich will er sich bei der Feuerwehrmannschaft in Hohenkirchen vorstellen und fragen, ob er aufgenommen wird. Ein bisschen aufgeregt, aber ich kriege das hin. Ich bin ein erwachsener Mann und ich macht es. Ein neuer Verein. Lauter fremde Leute. Und er weiß nicht, wie die anderen auf ihn reagieren werden. Auf der Homepage steht, jeder ist herzlich willkommen und erwünscht. Ob das auch für ihn gilt? Habt ihr alles schön gelesen? Grüß die Bene! Servus! Ja? Und? Servus! 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 Servus. Servus. Willst du gleich mitmachen heute? Ja. Ja? Ja. Cool, dann ist oben um 7 ist ja Übung. Benedikt befürchtet, dass er bei der Übung nur einen Verletzten spielen darf. Doch bei der Freiwilligen Feuerwehr setzt man auf Inklusion, auf ein gleichberechtigtes Miteinander. Er wird ernst genommen und nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Heute trauen ihm die Männer und Frauen sogar die wichtigste Aufgabe zu. Das war richtig sehr, sehr toll. Ich bin richtig stolz auf mich auch selber. Und es ist nicht so weit von Wohnheim aus, von hier. Einsatzwehre ist, Funk geht, glaube ich, daher. Umziehen, mit Mannschaft hinausfahren und helfen, retten und bergen. Ich bin jetzt da fest dabei. Sie mögen alle mich sehr gern und ja. Auch Viktor hat etwas Wichtiges vor. Er will sich beruflich neu orientieren. Bisher arbeitet er in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Jetzt, mit 23, sucht er eine neue Herausforderung. Am liebsten würde er das Gleiche machen wie Benedikt. Gebäudemanagement beim Bayerischen Landtag. Allerdings ist das harte, körperliche Arbeit. Station.
Die Verwaltung des Bayerischen Landtags wird von Menschen mit Handicap unterstützt. Viktor soll sich bei einem Probetag beweisen. Ich habe mir so gedacht, ja, ich gebe mir frische Luft. Und es macht mir eine Freude. Ob es mit dem Job klappt, wird Viktor später erfahren. Es gibt nur 7 Plätze in der Außenarbeitsgruppe. Generell haben Menschen mit Handicap nicht viel Auswahl an Jobs, die für sie in Frage kommen. Egal, wo sie arbeiten. Für Menschen wie Viktor und Benedikt gibt es fast immer einen Stundenlohn von nur 1,50 Euro. Macht rund 200 Euro im Monat. Zusätzlich haben beide ein Recht auf Grundsicherung. Viktor, wir kehren bis Eimer runter und dann kehren wir das Eimer und dann gehen wir dann ein bisschen fertig. Komm her. Großer. Benedikt würde sich augenscheinlich über den neuen Kollegen sehr freuen. Unsere Chefin, der Simone, drückt für mich ein Auge zu, ob das klappt. Und dann stoßen wir heute Abend eine Flasche Spezi an. Viktor ist nicht ganz so optimistisch. Deswegen will er die Chefin Simone Standhardt fragen, was sie von seiner Arbeit hält. Alles klar, weiß ich Bescheid. Sehen wir uns gleich, ja? Tschüss. So, es waren die anderen. Und wie war's? Cool war's, danke Simone. Mhm. Ja, ich habe mir so gedacht, ja, ich habe eine Frage an dich, Simone. Ich habe mir so gedacht, ja, wenn's wäre, wie schaut es aus? Du weißt, dass du auf der Warteliste stehst. Das tut mir auch leid, aber sobald mal wieder mehrere krank oder im Urlaub sind, darfst du immer gerne noch mal kommen. Aber es wird wahrscheinlich sicherlich noch Monate mindestens dauern, vielleicht auch noch ein Jahr oder länger, bis wir einen Platz frei haben. Ja. Ja? Schon traurig. Ja, aber seht mal. Einfach locker bleiben. Einfach locker bleiben und abwarten und Tee trinken. Wünsch mir die blau. Einige Wochen später besucht Annika ihre Eltern übers Wochenende. Vor 6 Monaten ist sie nun schon ausgezogen in das Haus in Hohenkirchen. Jetzt bin ich fertig. Uno. Ah, hallo. Emma gewinnen. Ja. Das Zusammenleben mit Viktor im gemeinsamen Apartment klappt bisher gut. Gut gemacht. Weniger als die Hälfte der Menschen mit geistiger Einschränkung zieht als Erwachsene weg von ihren Eltern. Die Kinder loszulassen ist für alle Eltern schwer. Und in diesem Fall eine noch größere Herausforderung. Ja, mir ist schon schwer gefallen, aber nur mir. Also wirklich, weil alle anderen waren glücklich. Und mein Mann natürlich und ich, wir haben dann gesagt, jetzt wird's Haus leer hier. Und man fragt sie natürlich schon immer, macht sie alles richtig, schafft sie alles, hat sie Heimweh. Als ich dann von der Wohnstätte weggefahren bin, da habe ich schon geschluckt. Da habe ich gesagt, boah, das ist es jetzt, gell? Jetzt ist der Moment da, auf den wir eigentlich so lange gewartet haben. Aber sie hat nur gewunken. Und so quasi, wann bist du jetzt endlich weg? Und dann so die erste Woche ist schon schwierig, weil man ist ja gewöhnt, miteinander aufzustehen, Frühstück zu machen. Da kommt das Haus einem schon sehr leer vor. Annika arbeitet tagsüber in einer Wäscherei. Brauchst du da helfen? Nein, danke. Passt's, okay. Sie fährt allein mit der S-Bahn und geht ohne Unterstützung einkaufen. Aber auch für ihren Vater Ludwig war es anfangs schwer zu akzeptieren, dass Annika mit ihrer großen Liebe zusammenziehen will. Weil sie das nicht selbst organisieren konnte, mussten die Eltern beim Ablösen helfen. Eine doppelt schwere Aufgabe für sie. Geklappt! Jetzt haben wir es geschafft, hä? Dann aufmachen. Gut.
Da war eine gewisse Spannung da, weil mit das mit einem Zusammenziehen, das hat man schon abwarten müssen, wie das funktioniert. Das ist doch nochmal eine ganz andere Liga, wenn man jeden Tag zusammen ist. Das hat ja gar nichts mit der Behinderung zu tun, sondern es trifft ja jeden. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine tolle Sache, die man eigentlich so vor sag jetzt mal 15 Jahren nicht erwartet hätte, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann, im März 2020, verändert sich fast alles. Corona bricht auch über das Wohnheim herein. Ein Lockdown wird angekündigt. Schwierige Entscheidungen sind zu treffen. Wo die nächsten Wochen verbringen? Hier bleiben oder doch lieber zurück zu den Eltern? Die neue Freiheit steht auf dem Spiel. Die Arbeitsstätten der jungen Leute schließen als erstes. Menschen mit Handicap dürfen in Bayern monatelang nicht arbeiten. Auch Besuche im Wohnheim sind nicht mehr erlaubt. Alle gewohnten Abläufe fallen weg. Annika und Viktor wollen den Lockdown bei ihren Eltern verbringen. Viele Monate werden sie wieder getrennt leben. Ob ihre Beziehung das aushält und sie sich nahe bleiben? Ludwig hat sich entschieden, im Wohnheim zu bleiben. Seine neu gewonnene Freiheit, er möchte sie behalten. Klar liebe ich meine Mama, sie bleibt in meinem Herzen, aber irgendwie will ich mehr alleine leben natürlich. Wegen Thema Schule, steh mal auf, komm dein Zimmer auf, geh mal duschen. Nicht mit mir, ich bin schon erwachsen genug. Für viele Eltern der jungen Menschen ist das schmerzhaft. Ihre Kinder werden den Lockdown ohne sie verbringen und ihre Unabhängigkeit weiterleben. Finito. Wenn einige Eltern, ja, wer fehlt, mir sagst du, das ist ein gutes Zeichen. Und da wiederum spiegele ich die Eltern, sage ich, als ihr mit 18, 20 ausgezogen seid, wolltet ihr auch euer selbstständiges, autonomes Leben führen und nicht immer wieder zu den Eltern. Ihr wolltet selber entscheiden, weil es zu essen gibt, mit wem ihr die Zeit verbringt, wie lange ihr aufbleibt. Auch Ludwig ist es wichtig, Entscheidungen selbst zu treffen. Bald hat er ein Bewerbungsgespräch. Bisher montiert er Autobatterien in einer Werkstatt. Aber er würde gern umsatteln. Seine Mutter Efi begleitet ihn in ein Münchner Integrationscafé. Es ist sein erstes Bewerbungsgespräch überhaupt. Und Ludwig hat vor, es allein zu führen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass Danke, es gut Mama. Klappt. Ja. Ich drücke dir Danke. Ganz fest die Daumen. Du machst es, du schaffst das und dass du den Praktikumsplatz kriegst. Ja, mach ich auch. Zeig, was du kannst. Ich hab dich lieb, Mama. Ich bin mega so aufgeregt. Mein Hansestart und dann will ich mir vorstellen, dass ich den Job auch kriegen kann. Und das ist mein großer Traum hier. Grüß Gott. Ludwig ist mit der Chefin Verena Korzer verabredet. Das Balan Deli ist eines von nur 5 Cafés in München, in denen auch Menschen mit Down-Syndrom arbeiten. Hier hätte Ludwig vielleicht eine Chance. Entschuldigung, wissen Sie, wo die Chefin ist von diesem Laden? Nee. Chefin? Nein. Hallo, du bist der Ludwig. Hi. Verena Korzer, hallo. Grüß Sie. Servus. Du bist hier zum Vorstellungsgespräch? Ja. Super, dann setzen wir uns gleich. Das schaut alles ganz gut aus. Das ist wirklich ein schöner Lebenslauf. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Eine der Angestellten ist Julia Keller. Ludwig kennt sie aus der Schule und weiß, dass sie hier arbeitet. Deshalb geht es ihm gerade um viel mehr als um das Bewerbungsgespräch. Ein neuer Job wäre toll. Ein Treffen mit Julia, ein Traum. Ob sie mit ihm ausgehen würde? Ich guck mal, wann ich Zeit für ein Praktikum so lange habe und würde mich dann bei dir melden. Sehr gerne. Super. Soll ich lieber eine E-Mail schreiben oder dich anrufen? Was hättest du lieber? Beides. Ludwig will einen Versuch wagen. Hi. Ich habe eine Frage. Willst du mit mir Eis essen gehen? Im Eisdiele oder? Ja, da draußen in Isa. Beim Isa? Ja. Okay. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch sehr. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao. Bye. Ludwig hat sich getraut, seine Angebetete anzusprechen.
Zeit für ein Gespräch unter Männern. Er holt sich Rat von Markus Sachs, einem Betreuer aus dem Wohnheim. Wie kann er Julia beim ersten Date näher kommen? Fast täglich führen die beiden Beziehungsgespräche. Und Markus Sachs muss große Träume wieder einfangen. Wie stellst du dir da dein erstes Date vor? Ja? Was willst du denn gerne machen? Vielleicht mal im Kino, bei einem Horrorfilm natürlich. Dann im Horrorfilm fürs erste Date. Spannend, spannend. Musst du lieber eine Liebeskomödie oder so musst du raussuchen. Das kommt bei den Frauen, glaube ich, besser an als wie der Horror. Nee, bei dem Horror, dann kann ich so meine Hand auf sie legen. Dann magst du den Beschützer machen. Ja, ich glaube, hier kann eher noch ich was von dir lernen, Ludwig, wenn es um die Dates geht. Sei nicht so viel Angst. Ich bin neben dir. Wenn du Lust hast, mich zu küssen, dann können wir uns gerne küssen. Magst du mir mal verraten, wie deine Traumfrau aussehen soll? Also nicht nur, wie sie aussehen soll, sondern auch Charakter, was sie im Kopf hat, was sie für Wesenszüge hat. Magst du mir das mal verraten? Was ich unbedingt brauche, ist einfach ein schönes Mädel zu haben. Mhm. Besser Model als, du weißt schon. Das sind große Wünsche, Ludwig. Und ich drücke dir sämtliche Daumen, die ich habe, dass dir die Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, ich hoffe es. Ja. Deutschland ist im Lockdown und Viktor wieder zu Hause bei seinen Eltern. Ein schöner Ort, um in Quarantäne zu leben. Eigentlich. Seid ihr müde? Es geht schon. 90 lange Tage sind vorbei. Viktor vermisst seine Arbeit. Die Werkstätte, in der er arbeitet, hat seit 2 Monaten geschlossen. Stattdessen gibt es zu Hause die alten Diskussionen. Zu viel Fernsehen, zu viel am Handy. Ich fühle mich irgendwie allein. Ja, ich würde gerne ein paar Freunde wiedersehen könnte. Ja, den Bena hast du jetzt auch ganz lange nicht mehr gesehen, oder? Richtig. Viktor ist genauso die Decke auf den Kopf gefallen wie uns allen. Und er hat wirklich jeden Tag irgendwie Tagesthemen oder Tagesschau auf dem Internet nachgeschaut, wann immer er Zeit hatte und war hochinformiert und wusste genau, wie gerade die Fallzahlen sind oder wie die Situation ist. Das war einfach nicht mehr sein Leben. Und für uns ja auch nicht. Also alle Kinder waren hier und das war einfach ein Leben wieder zurück irgendwo. Ja, irgendwann geht man sich auch auf die Nerven. Ja. Die neu gewonnene Freiheit ist schwer zu ersetzen. Und die Sehnsucht nach Annika riesengroß. Ich liebe dich sehr wundervoll, mein schönes Mädchen. Meine Mausi, mein Schatz. Ludwig Wittmann ist kurz vor dem Ziel. Gleich wird er Julia treffen. Das erste Date. Er will so cool wie möglich bleiben. Keine Pannen, keine Peinlichkeiten. Stattdessen will er seinen Charme spielen lassen. Ja klar, bin ich ziemlich nervös natürlich, weil es das erste Treffen ist mit einer schönen Frau. Ich werde sie ein bisschen anflirten. Ganz am Schluss gehe ich auf die Knie und dann frage ich, willst du mit mir gehen? Hallöchen. Hi. Na, wie geht's dir? Gut. Meins ist aber heiß aus. Ja? Und du bist eh die wundertollste Frau an meinem Leben. Danke. Weil ohne dich will ich niemals aufstehen. Du träumst vielleicht, oder? Nein. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen in Isa? Gerne. Dann komm. Dann komm mit. Würdest du heute mit mir ausgehen? Ich würde dich auch nach Hause bringen. Ludwig fragt Julia, ob sie den FC Bayern mag. Eine für ihn entscheidende Frage. Er erzählt ihr, dass er einmal in einer Villa leben und 4 Kinder haben möchte. Und genauso gern tanzt wie sie. Kennst du auch Cha-Cha? Ich liebe Cha-Cha, aber das kannst du nicht. Ich muss noch ein bisschen lernen. Magst du mir machen? Komm mit. Na, und zurück. Und Cha-Cha.
Cha-Cha und ich komme zu dir. Wiege Schritt. Schritt. Genau, das ist ein Cha-Cha. Du bist einfach die wunderschöne Frau und wirst mit mir gehen, weil ich liebe dich sehr. Ludwig versucht, sich noch zu steigern. Er zieht beim Flirten alle Register. Ich kann dir auch ein Frühstück in dir im Bett zu bringen. Ich kann dir einen Tee machen. Wenn du mal krank bist, kann ich dich einmal pflegen. Ja, das ist auch cool. Ja. Oder wir können auch ein bisschen so aber Tage sagen, okay, aber Tage mal kuscheln. Kuscheln. Oder knutschen. Dass Ludwig bald eine Kehrtwende machen wird, ahnt Julia noch nicht. 2 Wochen später in Hohenkirchen. Mittagspause. Grüß Gott. Zweimal. Leberkässemmel, paar Wiener. Heute wird Ludwig Julia wieder treffen. Doch ganz plötzlich ist seine Euphorie verflogen. Umgeschlagen in Ernüchterung und Selbstzweifel. Es scheint, als werde ihm die Sache zu heiß. Heute einen guten Tag. Dann haben wir es, oder? Dann haben wir es. Dann kriege ich von dir 9,62 Euro. 9 Euro bitte. Ciao. Und eine liebe Grüße an eure Familie. Ihr seid in meinem Herzen. Von Ludwigs großer Hoffnung ist nicht viel geblieben. Ciao. Ja, die Julia steht, glaub, ist mehr auf starke Männer. Und ich denke, da wird mehr sein als mit mir. Und irgendwie habe ich sehr Angst, mich nur streiten. Weil ich glaube, da wird eh nichts sein mit uns. Ein Sommer der Freiheit und ein besonderer Tag in Hohenkirchen. Die Sportgruppe des Wohnheims hat einen Tanz einstudiert. Manche Eltern hatten Sorgen, ob es ihren Kindern ohne sie gut gehen würde, ob sie weitgehend selbstständig leben könnten. Sie hatten es nicht für möglich gehalten, ihre Kinder so zu erleben. Jetzt empfinden sie den Auszug und das Wohnheim als Glück für die jungen Erwachsenen. In den letzten Monaten sind neue Freundschaften entstanden. Träume haben sich erfüllt, Paare haben sich gefunden. Auch Julia Keller ist gekommen. Bald werden sie Arbeitskollegen sein, denn Ludwig hat den Job im Café bekommen. Viktor und Annika haben mühelos wieder zueinander gefunden. Sie kennen sich schließlich schon seit Jahren. Bei Julia und Ludwig hakt es. Von Ludwigs Kehrtwende weiß Julia zwar noch nichts, aber auch sie hat inzwischen ihre Zweifel, ob das mit Ludwig für die große Liebe reicht. Egal. Heute heißt es trotzdem, Hauptsache feiern und Spaß haben. Der Spaß soll nicht auf das Wohnheim beschränkt bleiben. Bald wird es ein Inklusionscafé in Hohenkirchen geben. Natürlich auch für die Nachbarn. Mai 2022. Die Fallzahlen sind unten, die meisten Corona-Einschränkungen aufgehoben. Doch davor gab es dunkle Phasen. Ludwigs Mutter Evi weiß, dass ihr Sohn während den Lockdowns vieles vermisst hat. Durch dieses Corona war es ja auch so, dass der Ludwig ganz viel in seinem Zimmer war. Die haben ja zum Teil auch die Werkstatt zugehabt. Und es hat ein bisschen so vereinsamt da drin. Und das heißt jetzt wieder rauskommen, wieder in Bewegung kommen, wieder so ein bisschen Normalität fühlen. Also, dass wir wieder in ein normales Leben kommen. Hi, hallo, schöne Frau. Na? Oh, und freut sich auf den Sport? Ja, klar. Ja? Super. Also, Weib ist halt aber schön aus. Sieh mal deine Jacke aus. Hast du deine Sachen alle dabei? Ja, klar. Ja? Super. Socken? Ja, klar. Okay. Halt es an. Dann packen wir's. In der Corona-Zeit hat Ludwig einige Kilo zugenommen. Jetzt will er sich wieder in Form bringen und trainiert fleißig in einem Fitnessstudio. So, also. Boah, es regnet, komm.
Aber egal, wir sind nicht aus Zucker. Die Erde braucht Wasser. Checker Faust. Ludwig ist fest entschlossen, wieder zu seinem alten Optimismus zurückzufinden. Viele im Wohnheim empfanden die Corona-Zeit als sehr belastend, zogen sich zurück, fühlten sich unglücklich und deprimiert. So wie Ludwig. Fast nichts ist so gelaufen, wie er es sich erhofft hat. Sport ist eine gute Ablenkung. Ludwig hat das Praktikum im Inklusionscafé abgebrochen. Die Arbeit als Servicekraft hat ihm nicht gut gefallen. Auch mit Julia hat es nicht geklappt. Die beiden sind, wie befürchtet, nicht zusammengekommen. Besonders tragisch für Ludwig: Für einige Monate hatte er tatsächlich eine Freundin, ein Mädchen aus dem Wohnheim. Aber die Beziehung ist zerbrochen. Der alte Ludwig, der war wirklich verliebt in die eine. Aber es soll nicht sein, dass es mich einfach nur wehtut. Dass mich einfach verletzt. Ich habe nur geweint. Ich habe in mein Zimmer vertrümelt. Ich habe mehr gefährdet als sonst. Nur mich versteckt. Meine Mama hat mich aufgefangen und gesagt: Hey Ludwig, ich bin für dich da. Ich liebe dich. Diese Sachen, was in der Vergangenheit war, habe ich ausgeblendet. Ich meine einfach, dass ich einen Neustart brauche. Ich will was Neues sein. Ich will der neue Ludwig sein, dass er mich nicht mehr unterkriegt. Es liegt an meinem Herzen und mein Herzen sagt einfach: Hey, der neue Ludwig, er hat mehr drauf. Es geht aufwärts. Ein Ziel hat Ludwig schon fast erreicht. Die zusätzlichen 8 Kilo aus Corona-Zeiten sind schon fast wieder runter. Vielleicht klappt's ja dann auch bald mit einer neuen Liebe. Liebeskummer und Selbstzweifel. Er hat genauso damit zu kämpfen wie alle anderen auch. Ich will so richtig Muckels haben, dass ich für meine Frau als der starke Mann komme. Wenn ich nicht so stark bin, was kann es dann meine Frau bieten? Ja, fast gar nichts, nur meine Gefühle. So, du magst ja mit dem Bizeps trainieren, gell? Ja. So, jetzt stellst du dich gerade hin, Brustbein schön aufrichten, Schulterblätter tief ziehen. Pumpen fürs Selbstbewusstsein und für die Traumfrau. Die Partnersuche gestaltet sich nicht leicht für Menschen mit Behinderung. Es gibt nur eine Partneragentur für diese Zielgruppe in ganz Bayern. Und für den Raum München hat sie derzeit keine Kandidatinnen. Nee, meine Schwester. Hallo, schöne Frau. Und? Alles gut? Ja, klar. Ja, wie geht's den Muskeln? Ja, gut. Gut. Er hat jetzt mit viel was gelernt. Sehr schön. Und welche Geräte grüßt jetzt Mama? Das liegt in deinem Herzen. Sag mal, Rücken, Bauch. Gerne. Ja, komm, geh mal. Meine schönste Frau. Wenn es nach ihm ginge, hätte Ludwig eine Freundin ohne Einschränkungen. Am liebsten würde Ludwig noch freier und eigenständiger leben. Er denkt sogar daran, das Haus in Hohenkirchen zu verlassen, um alleine zu wohnen. Die Wohnheim ist mega schön, von 1 Dollar, von 1 bis 10 perfekt. Aber für mich, ich bin da nicht mehr glücklich, wo ich jetzt bin. Ich will was anderes erleben, was Neues. Aber ich habe immer noch die Erinnerung für meine Ex-Freundin. Okay. Ludwigs Mutter Evi aber weiß, dass es schwierig für Ludwig wäre, völlig eigenständig und ohne fremde Hilfe zu leben. Übst du flirten, hä? Und einfach umziehen ist in diesem Fall auch nicht möglich. Meine Papa und meine Mama sagen zu mir, ich bin behindert, aber das stimmt nicht. Ich bin ein normaler Mensch. Für mich der wichtige Punkt natürlich, ich bin nicht mehr 10, auch nicht mehr 5. Mama, ich bin schon groß, kann alleine die Entscheidung treffen. Aber schau mal, ich muss irgendwann mal loslassen. Ich will nicht immer so geengt werden, kommt mehr frei für dich, für uns
euer Wohnheim ist nicht gleich mein neues Zuhause. Ich will alleine wohnen nochmal. Ich habe halt das Gefühl, es braucht noch ganz viel Lernen. Oh, du. Wie meine Mama gesagt hat, ich träume gerne. Aber Krause, ich hab dich total lieb. Danke. Ich weiß, du hast ein paar Sorgen gemacht. Zwei Monate zuvor. Eisstockschießen in einem Münchner Biergarten. Das Zusammenleben auf Probe klappt besser als gedacht. Viktor und Annika sind noch immer ein Herz und eine Seele. Wo kriegst du hier? Jetzt planen sie die nächsten Schritte. Sie wollen nun unbedingt heiraten. Der Termin im Sommer 2022 steht schon fest. Auch Menschen mit Handicap haben in Deutschland das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Das Haus in Hohenkirchen ist längst zur neuen Heimat geworden. Und das hat mich am Anfang schon ein bisschen verletzt, weil er am Anfang gesagt hat, er fährt jetzt nach Hause. Und nach Hause war Hohenkirchen und das war nicht mehr bei uns. Das war so richtig, ja, knallhart, mhm. Wo ich sage, boah, jetzt fährt sie nach Hause, also ja. Nach Hohenkirchen. Und ja. Da muss man dann schon mal schlucken. Bräutigam? Also ich fühle die Braut. Während die Eltern noch oft zurückblicken, fiebern Viktor und Annika ihrer Hochzeit entgegen. Sie haben alles genau vor Augen. Sie werden in einer Kirche heiraten und sich goldene Eheringe anstecken. Ich habe so angenommen, dass wir Gold nehmen. Ja, nehme ich Gold. Das gleiche wie meine Eltern geheiratet haben. Und meine Eltern das gleiche. Und Kisco und Party. Eine romantische Klassenmusik, ne? Ja. Richtig tanzen. Richtig durch. Ganz so, wie es sich gehört, für eine große Liebe. Prost. Okay, und die Liebe. Und die wahre Liebe. Zweieinhalb Jahre haben wir Menschen mit Handicap beim Erwachsenwerden begleitet und haben dabei viel gelernt, wie man mit Niederlagen umgeht und immer wieder aufsteht. Und wie man trotz Angst und Zweifel charmant und lässig bleibt.